Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine neue Runde mit unserem Schamanendeck. Und ihr seht, wir haben immer noch ein Feuerelementar ersetzt durch Ragnaros. Um ihn einfach ein bisschen zum Testen gucken, wie er ankommt. Ich habe festgestellt, ja, wenn er aufs Board geschmissen wird, er macht schon ein bisschen einen Eindruck. Ich habe echt keine Ahnung wieso. Also er macht mehr Angst gegenüber dem Gegner. Irgendwie wie wenn man Kane spielt. Also ich habe das Gefühl, als ob die Gegner dann immer ein bisschen, ja, so erschrecken. Kommt es mir fast vor. Unsere Starthand ist nicht schlecht. Was haben wir denn? Wir haben einen Krieger auf der anderen Seite. Brauche ich jetzt noch nicht die Fernsicht. Na, brauche ich noch weniger. Gut. Schauen wir, was er entsprechend spielt. Er gibt gleich ab an uns in der nächsten Runde. Dafür schmeiße ich jetzt nicht extra was raus. Das machen wir jetzt nicht. Zur Not kann ich ja in der nächsten Rüstung, Runde hier. Ja. Nee, ich diese dumme Nuss hasse. Und ich würde sagen, damit wir ein bisschen anlocken, spielen wir einen Feendrachen. So, mal sehen, ob sie den Dreierschaden nimmt oder was sie macht. Weil wenn nicht, hauen wir sie in der nächsten Runde weg. Aber es scheint irgendwie so eine Rüstungskombo wieder zu sein. Ich frage mich, ob... Ja, fragen wir uns alle. Und was spielt er? Gegen einen Krieger ist natürlich ein Feendrache meistens nicht so praktisch, weil er hat halt Waffen. Und er holt sich genau auch diesen her. So, und wir kriegen einen Schaden. Also den können wir gerade noch irgendwie so verschmutzen. Gut, ja, wir spielen einen Kopf hier. Und ich überlege, ob ich gleich irgendwie was Wildes machen soll. Ich hätte auch darauf spekulieren können, dass wir... Aber wir können ihn ja nächste Runde hiermit auch weghauen. Oder wir ziehen ihn hiermit weg. Also es gibt genügend Möglichkeiten, was wir jetzt spielen können. Er holt sich die zwei Schaden ab. Und spielt sich einen Prellprell drauf. Das ist schön. Gut, also er will da damit natürlich jetzt schön was machen. Wir schauen erstmal, was wir beim Totem, vielleicht Winsorn. Oh, kein Winsorn. Na gut. Nehmen wir ihm die Illusion einfach mal weg. Ist ja auch blöd. Und vielleicht auch die ganze Karte gleich, oder? Nehmen wir sie weg. Sie macht einen Schaden jetzt aktuell. Ja. Schauen wir mal, was in der nächsten Runde entsprechend kommt. Heilen kann er eh nicht, somit ist die Karte jetzt richtig schön nutzlos für ihn. Und er geht mit einem Schaden drauf. Und will uns diese Karte weghauen. So, sehr schön. Runde 5. Wir schauen mal, was wir bekommen. Okay, bringt gar nichts. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns seine jetzt weg. Der hier macht einen Schaden. Und wir hauen seine Karte einfach mal weg. So. Ich hätte eigentlich lieber jetzt einen Gabelblitzschlag oder irgendwas gespielt. Aber naja, was soll's. Nächste Runde können wir auch noch genügend tun. So, was macht er jetzt? Es steht 28 zu 35. Ich frage mich. Die Tore sind geöffnet. Und er spielt einen Horde Arena. Und niemand kommt an mir vorbei. Das war doch der Arena.
einmal Schaden drauf. Eine 5er Waffe, komm. Er spielt eine 5er Waffe, kommt eine 5er Waffe. Okay. Die 2er muss hier. Würde ich eigentlich gerne gleich wegnehmen. Aber wir schauen erstmal. Hiermit würde es direkt. Wir haben unseren ersten Frosch, haben wir auch da zur Not. Ich spiele einmal. Unser Gabelblitzschlag bringt uns nichts direkt. Wir haben hier 2. Dann würde ich sagen, froschen wir sie. Und nehmen sie gleich weg. So, nächste Runde. Unsere großen Karten sind eh noch nicht gekommen. Ich habe die besten Angebote. Okay, er geht ins Kartenziehen. Und spielt sich nochmal ein Schild drauf. So, wie viel macht der? 2 Schaden. Er macht auch 2 Schaden. Passt. Dann würde ich sagen. Einmal drauf. Einmal 2 Schaden drauf. Da kriegen wir noch einen Ekligen für ihn. Hier haben wir einmal einen. Na, spielen wir erstmal einen Totem noch. Ein Tank-Totem. Hier noch ein bisschen was zum Nachdenken. Und einmal Schaden drauf. Hui, hat der sich jetzt aber hochgeschildert. Steht 23 zu 38. Bin gespannt, ob er nochmal dieses... Okay, er will die einen Karten natürlich hier wegkriegen. Heiltotem wäre natürlich auch gut gewesen. Und was spielt er jetzt? Niemand kommt an mir einen schwarzen Ritter. Gut. Und nimmt die Karte hier auch weg. So, sehr schön. Können wir den damit aufhalten? Nein. Wir haben Runde 7. Das heißt 4 und noch ihn dahinter, oder? Ich das Dingo. So. Schauen wir mal. Es müsste ihn eigentlich 2 Aktionen kosten, um den Senshin hier wegzukriegen. Greift an! Was macht er? Er spielt. Auf in die Schlacht, Mann! Okay, jetzt kriegt der Innertür schon weg. Kommt hier natürlich gar nichts jetzt. Und ja, kommt auch nichts, weil er ist immer noch da. So, das wäre eigentlich der perfekte Moment für unseren Gabelblitzschlag, oder? Sehe ich das richtig? Wir schauen aber noch, vielleicht kriegen wir ja noch ein schönes. Der macht natürlich schön 4 Schaden. Ich überlege gerade, ob ich mir den nicht kopieren soll. Ich frage mich. Aber wir warten mal noch ab. Flammen! Das ist schön. Da verschwindet er. Hier noch einmal. Schön tanken. Und ein weiterer Schadenspunkt auf ihn drauf. Er überlegt, ob er die Karte spielt. Spielt sie lieber doch nicht. Gibt ihn uns ab. Das ist schön. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. So. Einmal.
auch noch drauf. Ihm geben wir Windform. Und jetzt geht's ein bisschen ins Gesicht. So. Und damit steht's nur noch 23 zu 32. Er schildert hoch. Und hat nichts. Gut, jetzt kommen unsere ekligen Karten. Einmal. Auf in den Krieg! So, 22, worauf geht Ragnaros? Schwierig zu mal raten. 23 zu 14. Jetzt muss er abräumen. Weil wir haben hier 2. Das hier sind nochmal 8. 11, 12. Er haut sich einen 4er Schaden drauf. Und natürlich rein gar nichts, weil wir haben 2 Tanks dran liegen. Hat dann Wirbel. Bringt ihm gar nichts. Gut, rechnen wir kurz durch. Wir haben hier 2, 5, 6. Und das hier sind dann noch... Ich werde euch vernichten. Ja, ja, passt schon. Ich werde ja, danke. Wieder mal haben wir schön das Spiel gedreht. War eine nette Runde, war interessant gespielt. Also so viel Schilde auf einmal zum Sehen, war mal nett zum Sehen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Ansonsten dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch an dem Deck verbessern würdet. Oder wenn ihr ein anderes habt, wo wir mal gerne ausprobieren sollen. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.